Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei den verdammt erfolgreichen Nitratsuchern Danu und Xa. Servus. Moin. Ja, ich habe natürlich schon 3 Nitrat. Ja. Oho. Mhm. Ja, und ich habe 10 Nitrat. Komm. Ja, nee, das hat sich gelohnt, oder? Also ich finde, das müssten wir häufiger machen. Es regnet im Eisbiom. Oh. Kann ja mal vorkommen, ne? Und jetzt was, nicht deine Schatzes gehen oder was machen wir jetzt? Nee, Schatz bringt nichts, wir müssen Nitrat finden. Bringt ja nichts, wir brauchen Nitrat. Also wieder verteilen und Nitrat suchen oder wie? Ja, irgendwie, ich laufe jetzt mal in eine Ecke, wo ich einfach noch nicht war. Ich war überall. Pass mal auf, ich gehe jetzt runter, zurück und dann die nächste Straße links. Da dann laufe ich so einfach hier mal den Berg hoch. Ja. Es bringt ja nichts, weißt du, wir brauchen das Zeug. Und wenn wir demnächst out of Schuss gehen, wäre das etwas doof. Das wäre wirklich dümmlich. Warte mal, bin ich jetzt? Ach, Mann, ich gucke als auf den falschen. Ich muss nach Süden. So, ich gucke als auf den falschen Pfeil. Ich denke mal, ich wäre der grüne Pfeil. Mann, ist der weiße. Komm raus, du Sau! Oh Mann! Oh nö, es schneit sich schon wieder. Schneit's wieder, ja. Wie war das mit dem Nitrat suchen im Eisbiom? Zum Eisbiom, haben sie gesagt. Aber das ist ein Nitrat, haben sie gesagt. Irgendwo muss ein Weg sein. Hier ist WM empfindlich kalt. Anziehen. Wahrscheinlich hast du die Jacke drin und noch ausgezogen gehabt. Ich hab die ausgezogen gehabt, als wir hierher gelaufen sind, ja. So, die ganzen schönen Baumstümpfe. Irgendwie auch so bitter, aber wir haben immer noch volles Inventar. Von so vielen tollen Sachen, die wir gefunden haben. Nitrat. 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 Wir kriegen dann jetzt alle, ja, endlich nicht nur ich, wir kriegen jetzt dann alle in den Kommentaren geschrieben, an welchen Minuten und Sekunden wir an Nitrathügeln vorbeigelaufen sind. Also ich habe mittlerweile 123 Nitrat. Und du brauchst einfach die Steine ab. es wird am Ende wirklich das Effektivste sein, was du machen kannst. Das fürchte ich auch. Es ist einfach nur traurig. Oh, warte mal. Da ist auch einer. Gut. Ja, aber es ist besser, als wir haben gar keinen. Nee, ist also völlig legitim. Ich sage ja nicht, dass das hier irgendwie. Nee, nicht wie. Nee. Das ist scrappen und das scrappen wir auch. Der ist nämlich kaputt. So. Dennoch versuche ich einfach mal so die Vorkommen zu finden, aber es. Es ist irgendwie gerade sehr, sehr schwierig. So, zusammen so. Mit Schnee auf jeden Fall. Ja. Hier oben ist nach wie vor nichts. Da lang. Berg. Vielleicht wächst ja auf dem Berg Nitrat. Ein Nitratbaum. Nitratbaum, das wäre auch was. Ah, ich habe Nitrat gefunden. Wer sonst, wenn nicht ihr? Wenn nicht Xa, wer sonst? Ja, ja. Der Unmögliche. Mhm. Das wäre es ja nicht. Da ist was dran. Scheiße. Kann ich raushauen.
Ja, hab ich Stein von mir, ich knuck. Ja, Stein habe ich auch eine Menge bei. Ein Loch. Nur noch eine Blutung. Ich hoffe ja immer noch, dass die Blutung. Immer noch, dass die Blutung so aufhört, aber das tut sie nicht. Ich habe leider allen Stoff, den ich hatte, weggeschmissen. Ich hatte noch eine Bandage. Ja. Dann opfer sie doch für Koja. Ne, ist kein Problem. Ich habe First Aid Kits jetzt halt nehmen müssen. Hatte kurz die Hoffnung, dass. Hatte kurz die Hoffnung, dass die Blutung eventuell so aufhört, aber. Ist nicht. So. Hier oben auf dem Berg scheint irgendwie, ich weiß nicht, das ist hier so ein riesen Krater auf dem Berg. Als wäre das mal ein Vulkan. Was ist denn da? Hier ist eine Mine. Hier ist ein POI, irgend sowas. Hier ist ein. Moment. Seht ihr mich? Ist, ich weiß nicht, irgendwas ist hier. Ich weiß nur nicht, wie ich da rein und wieder rauskomme. Moment, ich bin gleich da. Sieht nach einer Höhle, nach einer alten Mine aus. Ja, es gibt so Caves. Ich kannte die zwar erst im Wüstenbiom. Cool. Ich glaube, ihr solltet mal kommen. Ich bin auf dem Weg. Das ist. Bei mir ist aber Kinder. Ihr seid nicht weit weg, also ihr müsst nur nach Norden beide. Das ist ja cool. Ich schaue jetzt derweil ein bisschen noch um die Umgebung und dann kann man da zusammen rein. Sieht echt schick aus. Mit Eiszapfen drin und so. Ja, okay, Käfereingang. Waren ein paar Hunde und ein paar Fettis davor, aber die habe ich schon und. Oh, ich habe auch eine Infektion. Habe ich irgendwas dagegen? Ich könnte dir Honig geben. Das ist supi. Habt ihr alle irgendwas dabei hier zum gegen die Kälte tragen? Ja. Isolation 30. Also Isolation 40. Ja, ich habe so ein Puffed Coat da, so ein komisches Ding da, das habe ich jetzt mal angezogen. Sieht bestimmt voll sexy aus. Ach naja, es geht sogar. Schlimmeres. Oh, eure Pfeile sind schon groß, oben auf dem Berg drauf, ganz oben. Ich sehe dich schon. Ja, das ist okay. Ich buddel uns mal einen Weg runter. Nee, brauchst du nicht, geht. Ich bin's hoch und runter gelaufen schon. Okay. Ja. Hab sie ja schon aufgekloppt. Hier sind Mushrooms. Oh, Dano, die nimmst du am besten gleich, oder? Ja. Jupp. In sowas lohnt es sich, also in so etwas übernachtet man bitte nie. Ach oh, ich glaube, das war schon die Höhle. Aber, ja. Ja, das ist schon eine kleine Cave. Die Eiszapfen sind keine Eiszapfen, das ist Nitrat. Ja. Oh. Hier ist abbauen, ich ernte die. Oh, Entschuldigung, Kiste. Die Mushroom habe ich gerade genommen. Tu mal in die Kiste da. Ja. Stone Axe. Huch, nee, warte, Moment, das ist eine Named Stone Axe. Guck mal. Die ist named. Cool. Andi. Ja mal. Keine Ahnung, aber sie ist 262. Das ist jetzt nicht so. Ach, ich dachte, das wäre bei dir im Hintergrund. Mach mal die Kiste auf. Apache Artifact Chest. Entschuldigung. Hast du jetzt noch Pilze, Koja? Einen Pilz habe ich noch, warte mal, ja, genau. Moment. Hier kommt, das wird jetzt ein heiliger Pilz. Ach da, so sehen die aus. Okay, das ist da drin. Was kann ich denn dir noch geben? Kann ich dir noch Federn geben? Federn habe ich keine, die hat er gesagt. Die kannst du mir geben, ja. Ja, supi. Dann lege ich da rein, ebenfalls in die heilige Kiste. Und hat von euch wer was Normales zum Trinken dabei?
Ja, ja. Ich habe auch Wasser dabei, kann dann, ich auch reinlegen. Nein, das würde ich hier reinlegen, weil dann... Achso. Ja, kannst du reinlegen. Dahin. Hey, oh, okay. Aber so, was ist denn das? Jetzt. Haben wir jetzt so eine... Nimmst du die aber mit die Axt, ja? Die müssen wir sammeln. Ja, die kriegt einen extra heiligen okay. Indianerplatz. Die Frage ist... Leere Gläser oder so hat das die Kiste euch? Abbauen eventuell? Mhm. Ich hätte gerne die Kiste bei uns. Das hat auch jemand eine Ranch, oder? Ich glaube nicht, dass ich Holzkisten abbauen lassen. Xa, nimmst du das mit was? Das hat uns die Kumpelkiste. Dann wird es nicht mehr Quietschbumm sein. Dann ja. Die Gläser abzubauen, das ist es wert, weil wir kommen ja sonst eh nicht mehr hierher. Also ich habe keine Ranch, wie gesagt. Achso, wir hatten die Ranch dann. Ich dachte, einer ja, hätte sie mitgenommen. Du? Nein, ich hab gesagt, ich hab keine. Dann hat keiner. Oh, scheiße. Dann müssen wir nochmal herkommen. Mann, ich will das unbedingt probieren, ob wir die abbauen können. Das wäre einfach zu cool, diese Kiste bei uns zu haben. Oh, guck mal, hier ist auch noch der Apache. Hier, da liegt er noch. Aber irgendwie ziemlich wenig Federn. Ja. Und was ist das? War nicht so cool. Okay, allein wegen der Kiste hat es sich gelohnt, hier reinzugehen. Ja. Da nimmt noch das Metall mit. Wie viel Nitrat war das jetzt? Also ich bin jetzt bei 433 Nitrat. Na gut, 160 hast du von mir gekriegt. Ja. Toll. Voll gelohnt bisher, ne? Die Apache-Kiste im Eisbiom. Ja. Aber wir müssen dann noch mehr von diesen POIs mal ansteuern. Also ich weiß, in der Wüste, da gibt es ja auch diese Schlucht, ne? diesen riesen Canyon. Mhm. Der hat sicherlich auch noch ein bisschen was Interessantes. Oh. Ich dachte, das wäre ein Bär, das ist ein Stein. Was gibt's noch? Wisst ihr da noch irgendwas, was man außer der Schlucht und Minen? Ja, in der Wüste gibt's auch so kleine Caves. Aha. Ich nehme aber an, die gibt's nur in dem Biom, nachdem ich das jetzt hier gesehen habe. Schaut recht ähnlich aus. Allerdings habe ich noch nie so eine Apache-Kiste gesehen. Achso, so ein Relikt oder irgendwas habt ihr noch nicht gefunden bisher? So ein... Ja, einmal im Singleplayer, aber... Also, eine Kiste ja, aber keine, die losdudelt. Ja, das ist cool. Das Spiel hat ja noch ein paar Überraschungen, auch nach vielen Spielstunden, ne? Oh ja. Oh, hallo Zombie. Suchen wir jetzt eigentlich weiter oder machen wir es langsam zurück? Also, ich suche immer noch. Ich habe nämlich noch nicht ein Nitrat auseinandergenommen, quasi. Ja, da war ein Baumstumpf, aber nein, ich loote ihn jetzt nicht. Unglaublich. Mit 400 Nitrat, da kann ich wieder, weißt du, so 70 Schuss bauen, das war's dann. Das ist einfach so für die Füße. Das müsste Nitrat sein. Wir bauen fortan einfach die Steine ab und... Bleh. Propeller, Flugzeug. Ich danke. Ja, das ist irgendwo hinterm Berg abgeschmissen. Mensch. Das ist immer wieder gut. So, ich habe jetzt 140 Nitrat da gefunden. Okay. Natürlich nehmen wir einen Weg. Hier kein. Hast du es im Blick gesagt? Nein, der hat es irgendwo hier hinterm Berg runtergeschmissen. Ich bin gerade am Hinrennen. Okay. Weil das hier gar nicht einfach wird. Richtung nach Hause. Das heißt. Der Reaktor ist noch voll im Schnee. Und schon wieder Schnee. Das ist. Große Freude. Heute für groß und klein. Mhm. Na Schweinchen, ich lass leben. Meine Fresse, was ist denn das von Berg hier? Hier abstürzen, das tut weh, das hatte ich auch schon hinter mir. Ich hoffe nicht.
Ja, ne, läuft, oder? Also, ich bin gerade übrigens beim Holzfällerlager angekommen. Wahrscheinlich macht es gleich Bumm und ich bin in der Mine. Kann übersehen. Also, ich sehe hier. Das ist ein Militärcamp, ehrlich gesagt. Ein Airdrop. Ich bin mal nicht neben dir, also, wenn du dich in die Luft springen willst, dann tu das. Ich finde, das ist mal was anderes. Was, wenn du dich in die Luft sprengst? Ja, hier hat sich gerade ein Zombie zum Beispiel in die Luft gesprengt, wenn ich das richtig gehört habe. Es hat auf einmal Puff gemacht. Ja, dann ist ein Zombie über eine Mine geleitet. Gott. Also ich bin nicht ja gut, dass die auch so dumm sind. Oben. Wenn man da irgendwie hoch. Ah! Hm? Nix, ich bin nicht runtergeflogen, immerhin. Also ich dachte, Zombie. Direkt. Nein, ich bin da ganz in der Nähe vom Berggipfel und ich schau gerade, ob ich einen Weg hoch finde. Hoffentlich. Allerdings darf ich nicht nach unten schauen. Ja, sie haben ja Schneesturm und alles mögliche vorhergesagt und so. Ja, passt das ja. Ich habe meinen Bad und ich bin da. Oh, ich bin beim Händler. Na toll. Vielleicht hat der Händler ja Nitrat. Ich habe nur nichts zum Händlern. Ich habe nur nichts zum Händlern, wobei ich kann mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ich habe ja so ein paar Parts. Ein paar Parts habe ich. Ein paar Parts, du kriegst dann vielleicht 3 oder 4 Nitrat. Howdy! Aber den Händler haben die Leute in das Bild aber eh noch nicht gesehen. Was sind denn Orga-Parts? Part of an Orga. Sample with Orga-Parts to create complete. Achso, das ist der Bohrer. Das ist der Erdbohrer, genau. Ja, den brauchen wir wohl, ne? Wenn die Teile gut sind, ja. 393, ja, so, ne? Ist ein Teil. Hi, du blöder Zombie. Sniper Rifle Receiver, der kann getrost weg. Rifle-Zeug kann auch weg. Klappt, SMG-Parts. Auf. Weg. Wo noch? Alles. Mehr habe ich nicht. Super. So, jetzt zeig mir dein Nitrat. Voll hat er nicht. Mäh. Jetzt hast du mal wieder Platz, jetzt kannst du wieder suchen können. Krummel. Ich langsam vor wie ein Bergziegen. So, dann gehen wir jetzt mal weiter nach Ost. Hilfe. So. Komm ich da runter? Ohne Beinbruch. Bin ich überhaupt noch auf der richtigen Seite vom Berg? Ja, wir brauchen eine alternative Beschaffungsmethode für Nitra. Wollen wir dann zukünftig einfach immer kleine Steine zerschreddern vor unserem. Das glaube ich haben wir effektiv. Base, ne? Das ist ja. Grauselig. Also. Ich hab keinen Plan, wie man sonst. Das kriegst du ja überhaupt nicht hin hier. Oh, ich bin glaube ich auch gerade beim Händler jetzt. Also, du bist frei! Ich habe 30 Nitrat. Wir sind gerettet. Aber sowas von. 30. Wir sind stolz auf dich, Bruder. Und ich erst. Das die nächsten 2 Mal musst du mir jetzt tun. Ich brauche das irgendwann im Kopf. War das nicht echt? Doch. Tommy. Das ist so gemein. Rennt ein wild gewordener Xar durch die Gegend. Kuya ist jetzt verstummt, wo ich so gemein worden bin zu ihm. Meine bitterlich. Reden kullern. Nee, ja, also. Schon ganz durchnässt. Nein. Also. Und da war's am Mikro. Mann.
Also ich laufe jetzt zurück, ich habe die Nase voll. Ich die kleinen Steine kloppen, sobald ich mich hier ausgeleert habe. Es ist wirklich, also das Nitrat suchen, ganz ehrlich. Also auch voll eine Pfeife rauchen. Aber ich bin insofern beruhigt, als dass ich nicht der einzige Idiot bin, dem das hier so geht. Ich dachte ja schon wirklich, ich wäre einfach nur zu blöd. Halt doch. Aber ich entleere mir, ich bin nicht jetzt orientieren, weil ich mag keinen Sinn da. Zeitverschwendung, gell? Vor allem habe ich mit den Steineklopfen, glaube ich, in der kurzen Zeit fast mehr rausgeholt als jetzt mit dem einen, was ich gefunden habe. Das waren jetzt 140. Ich habe gesagt, vorher 160 geben und das habe ich mit kleinen Steinen gemacht. Ja, die Frage ist halt echt, wie sollst du sonst an Nitrat kommen? Ich raff das nicht. Es tut mir leid. Wenn die das da so komplett aus dem. Vielleicht müssen wir mal in die Wüste schauen, ob es da dann rumliegt. Also jetzt in der Wüste habe ich es schon oberflächlich gesehen, im Singleplayer. Also in der richtigen Wüste, nicht in dieser Vorwüste. Und ich meine, das ist wirklich ein dicker Mangel jetzt, also. Und jetzt mal abgesehen davon, von diesen runden Steinen habe ich jetzt auch schon ein paar zerkloppt und ich habe nichts rausgekriegt jetzt. Kriegst du auch nicht immer raus. Ja, also das ist dann nämlich auch noch Glückssache. Kriegt da die ganze Zeit Blei. Hier habe ich jetzt wieder 10 Nitrat. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass du voll bist, dass das Nitrat rausfällt. Nein! Ich stehe, du blödes Schwein. Warum nein? Koja? Koja? Bitte was? Ach, warum ich war nur nein? Von hinten auf einmal von so einem Zombie überrascht worden. War ein bisschen unangenehm. Ich gefällig hinten an. Tankstelle. Soll ich die noch looten? Doch eh keinen Platz. Wenn du eh keinen Platz hast, kannst du das eigentlich schwören. So richtig sinnvollen Platz habe ich nicht, sagen wir es mal so. Oh, hier. Das konnte ich sogar noch mitnehmen. Danke, Zombie. Wenn noch gleich im Bedarf. Na gut, ich komme jetzt zurück. Warte angucken. Ach ja, da komme ich noch durch unbekanntes Gebiet. Vielleicht finde ich ja noch ganz viel Nitrat. Mit Sicherheit. Morgen ist Ostern und Weihnachten allein. Aber ein Nest, ich weiß, es ist mir egal. Weißt du, ich sehe gerade 20 Schweine und ich brauche es nicht umbringen, weil ich absolut keinen Platz habe. Ja, wenn wir jagen gehen wollen, ist das hier, glaube ich, eine ganz gute. Wobei, also, wenn wir das nächste Mal sagen, komm, lass uns ins Eisbiom jagen, da wird hier nichts mehr. Ich habe alles gejagt, was mir vor die Nase kam, und ich bin jetzt bei 55 Fleisch. Okay. Ja, so geht's mir auch irgendwie. Aber ich habe vorher die 2 Fleisch, die ich hatte, weggehaut, weil ich mir gedacht habe, nee, vielleicht findest du ja doch noch was. Ja. Ja, alles weghauen, weil wir müssen ja noch so viel Nitrat tragen. Genau. Wäre hier mit Nitrat offiziell zum Unwort des mindestens mal des Tages, ja. Hat aber auch Potenzial für Woche und Monat. Wir müssen cool das Wort Schreierin näher bringen. Dann haben wir ein neues Unwort. Tu mir doch den Gefallen, Reh, und biege ein bisschen nach rechts an. Dann bist du in unseren Spikes und ich kann dich nachher auslernen. Du kannst ihn im Prinzip lenken. Er rennt immer von dir weg. Ich habe schon mal ein Schwein über die halbe Karte gejagt, nur dass es bei mir noch Base in die Spikes rennt und ich es nachher mal auslernen looten kann.
Also ich habe definitiv durch Schießen und dergleichen jetzt mehr Nitrat verbraucht, als ich gefunden habe. Also ich habe definitiv mehr Nitrat gefunden, als gebraucht. Aber nur, weil ich die Schusswaffe gar nicht rausgenommen habe. Ja. Ja, also ich finde schon, das war alles sehr effektiv und gut. Können wir häufiger machen. Ja, so ein Ausflug zu dritt macht zumindest mal Spaß. Nee, war voll lustig. Wir haben ja immerhin eine Kiste gefunden, oder wie die heißt. Genau. Eben. Also die hat sich schon eine Jodelkiste. Eine Jodelkiste. Wohin geht man dieses Teil dann? Zu Gerümpel? Ja. Ah, ich gebe das jetzt erst einmal in Gerümpel rein, dieses Tazas Stone Axe. Ja. Nehme ich die Eier doch noch mit. Eieieiei. Einfach so. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Das ist, wir hatten noch never ever irgendwann eine so dermaßen erfolgreiche Farming-Tour. Aber hey, ich brauche jetzt nicht zum Wasser gehen. Ich habe mir 226 Schnee mitgebracht. Ach hey. Unabsichtlich, okay. Hast du noch zu sterben? Mann, bis der mal schießt, der Idiot. Wieso willst du sterben? Ah, ich weiß es nicht. Ich bin hier vom Hund angefallen worden und statt dass der mal schießt irgendwie, bis der da mal eine Waffe wechselt und so ein Scheiß. Das nervt. Wenn die Sniper hast und auf die Shotgun wechselst, das dauert irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde. Quitschbang. Ich bin mit Quitschbang fertig. So. Mir ist noch gar nicht bewusst gewesen, dass in dieser Stadt hier diese, wie heißt die? Keine Ahnung. Dyersville heißt die. Dass da so große Hochhäuser sind. So richtige Betonklötze, so Plattenbau. Haben wir da schon mal. Hau doch ab. Waren wir da schon mal drin? Jemals? Glaube nicht. Bin mir nicht sicher. So. Wir brauchen immer noch Nitrat, nehme ich an, oder? So tolle Sachen. Was? Gut. Nee, Nitrat brauchen wir nicht. Haben wir doch so viel gefunden. Oh ja. Okay. Die Verkaufsgäste ist voll. Verkauf mal was. Okay, kann ich machen. Besten für Bark Powder dann gleich. Also Gunpowder. So. Ja, ein bisschen Nitrat haben wir ja mitgebracht. Ja, aber. Geh doch jetzt weiter suchen, so. Ja. Das ist nur, wir haben auch Tag 40. Und es ist schon wieder 19 Uhr, ich weiß. Ja, genau. Es ist Tag 40, es ist 19 Uhr. Es ist bald Tag 41, dann kommt 42, dann kommt die nächste Horde. Und unsere Basis ist so dezent kaputt von der einen Seite. Aber gut, ich habe ein paar Spikes, die werde ich jetzt aufbauen. Auch noch nichts repariert. Ja, eben. Dann werde ich die oder, ja, ich denke mal, wir werden. Ah, jetzt ist die Nacht. Dann bauen wir oben erstmal ein bisschen Basis in der nächsten Nacht und dann bauen wir unten Spikes auf. Währenddessen kann Spark Gunpowder durchrattern und vielleicht ein bisschen Munition. Wenigstens das Nötigste haben. Ja, gar nicht Blödsinn, den ich gerade mache. Egal, ich werde schon wieder zurückschaffen. Vielleicht. Blödsinn machen ist doch immer gut. Ich kann meinen Wintermantel nicht mal mehr ausziehen, weil ich keinen Platz habe. Gut, dass du das sagst, danke. Bitteschön. Den hätte ich jetzt voll gut gebraucht, da wo ich hinlauf. Ins Eisbiom nach Nitrat gucken? Nein. Oh. Andere Richtung. Bin gerade da, wo viele Kakteen sind. Oh. Willst du es auch mal testen? Ansonsten hast du ja auch dort links hier, ne? Aloe. Brauchen wir ja bestimmt auch. Jo.
Ja, aber Aloe kann ich ja mittlerweile anbauen. Das wird ja auch schon produziert. Am Ende des Streams habe ich übrigens so gefühlt 150 Bäume angepflanzt. Cool. Wahrscheinlich nicht nur gefühlt, das müsste sogar ungefähr hinkommen. Wenn ich das jetzt so sehe, oh, so langsam wächst. So. Geh auf. Die gehen wir doch, die Yucca geben doch Stamina, gell? Ja. Gut, so. Bringen wir die Yucca daher, damit wir nachher noch eine Chance haben, uns zurückrennen. Wobei nachher ist gut, ich sollte zu langsam. Ich wollte gerade sagen, also warum redest du von nachher? Ich empfehle dir. Ne? Rennt. Lauf, Forrest, lauf! Hat gebracht, nämlich gar nichts, aber ich bin noch nicht weit reinkommen jetzt. Knapp. So, das hatte ich ja hier beim Muni. Beim Muni-Kram. Das. Ah, ich sehe schon, da habt ihr mir reingelegt, dann mache ich das jetzt einfach mal alles an. Mach das. Upp. So. Und einer muss irgendwann nochmal, wahrscheinlich ich, dann mit einer Ranch loslaufen. Und diese Kiste abholen. Und diese siebte Kiste abholen. Ich bin da einfach dafür. Also, tut mir leid, das muss. Das darfst du machen, Julian. Gerne. Vielleicht dudelt ihr ja auch so beim Abbauen. Die sagt die ganze Zeit, au, au, au. Und springt weg. Dieses eine Bohrerteil, das tue ich bei Werkzeug einfach mit rein, oder? Ja. Boah. Ist ja ein wahrscheinlich Sinn, ne? Ja. Ich glaube, das sollten eh schon welche drinnen sein. Keine Ahnung, ich habe jetzt zugegebenermaßen nicht drauf geachtet. Okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es hier weiter mit ganz viel Nitrat und so tollen Sachen. Bestimmt. Echt? Ja, total. Also ich habe jetzt eben ein paar Steine zerkloppt, also die runden kleinen, und habe jetzt 60 Nitrat. Ja, 60. Es ist zwar nicht viel, aber wenn ich dann noch ein paar mehr zerkloppe, sollte da durchaus was zusammenkommen. Es ist so, wir müssen das leider so machen. Es ist total beschissen, ehrlich gesagt, weil es einfach sehr zeitaufwendig ist. Ich wäre dafür, dass wir nach der nächsten Welle mal in die Wüste gehen. Ja, in die Richtung sind wir ja eh noch nicht. Oder wie bist du da jetzt gewesen und da ist Nitrat, oder was? Nein, so weit bin ich nicht gekommen. Ach so weit bist du nicht gekommen, ich hatte jetzt nur 2,5 Stunden, also. Ja, nee, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht treibt man es noch auf, das Zeug. Das wäre nicht ganz verkehrt. Also dann, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.